Moin Lichtsetzer, ja heute mal wieder ein bisschen Technik hier auf dem Kanal und die Frage natürlich der Fragen, braucht ein Fotograf einen Field Monitor und welchen Field Monitor könnte man vielleicht eventuell verwenden? Das Ganze natürlich hier wie immer nach dem Intro. Ja, liebe Frodo-Freunde und ja, ich sag mal video und Technik-Verrückten, ich habe mal wieder etwas Neues bekommen und zwar die Firma NUR hat mich angeschrieben, ob ich nicht einen sogenannten Field-Monitor testen möchte. Und erstmal vielen, vielen Dank für das Vertrauen von der Firma NUR. Das Ganze ist mir natürlich selbstverständlich äh, kostenlos zur Verfügung gestellt worden und ich darf hier offen und ehrlich meine Meinung dazu sagen. Und im ersten Moment war ich ein bisschen am Überlegen und das ist eigentlich auch die Frage, die ich mir gestellt habe dabei. Braucht ein Fotograf wirklich ein Field Monitor? Und ich habe da lange drüber nachgedacht, ob man so einen Field Monitor benötigt oder nicht und habe dann aber überlegt, in welchen Situationen könnte ich so einen Field monitor nutzen und wo würde er mir Vorteile bringen. Und das hatte ich mir sogar ein bisschen aufgeschrieben, um wirklich ein Review zu machen über dieses nette kleine Gerät hier, was ich gleich noch im Detail auch vorstellen werde. Und habe gesagt, okay, machen wir uns mal Gedanken drüber. Und der erste Punkt ist natürlich, äh, bin ich ganz ehrlich, jetzt muss ich es wieder suchen. Das suche ich nämlich hier übrigens ständig. Ah, da hinten ist es. Das, was meinem Alter natürlich so ein bisschen entsprechend ist, ich muss hier reingucken, ist dieses gute Stück. Und ich bin ein bisschen eitel und ich trage sehr ungerne eine Brille. Und äh, wenn ich natürlich abends unterwegs bin oder auch in den Landschaften unterwegs bin und ich nehme jetzt einfach mal den Monitor meiner kleinen Sony 6700. Der ist nicht besonders groß und das Display auch nicht besonders groß. Und ich sage mal, in den meisten Situationen ist das eigentlich auch ausreichend für die, wie ich fotografiere. Ist das kein Problem. Aber gerade wenn ich in einer anderen Situation unterwegs bin, Landschaftsfotografien, Makroaufnahmen vielleicht mal machen möchte oder Detailaufnahmen. Ich mache ja gar nicht so Makro, aber mehr so Detailaufnahmen. Oder ich möchte ein bisschen besser die Kompensation beurteilen von der Landschaftsfotografie. Dann ist es tatsächlich so, dass ich immer die Brille wieder raushole und äh, nicht nur aus eigenen Gründen, sondern es gibt natürlich so ein paar andere Faktoren. Ne? So eine Brille beschlägt ja auch mal schnell und dann sieht man wieder doch nicht so richtig, dass man ständig am Putzen. Ich bin also, ich sag das mal, latent genervt von so einer Brille und da war schon mal eine Überlegung so: mm, ja, vielleicht wäre doch so ein etwas größerer Monitor besser. Jetzt könnte man sagen, man kann sich auch eine andere Kamera kaufen, aber das war nicht der Ansatz, den ich hatte. Ich habe zwar auch andere Kameras, aber auch da ist überall das gleiche Problem. Das Problem wird dadurch nicht gelöst, sondern dieses Problem wird nur dadurch gelöst, dass man vielleicht einen etwas größeren Monitor bekommt. Und dann war die Anfrage von Newer ganz nett und da habe ich gesagt: Okay, wunderbar, probieren wir das Ganze doch mal aus. Ich ähm, habe das natürlich schon ausprobiert für mich und habe gesagt: Okay, das funktioniert tatsächlich und Newer hat. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der Monitor kostet roundabout 250 Euro. Das ist der nur, jetzt muss ich mal auf den Karton gucken: F500 LCE Field Monitor. Zu den technischen Daten komme ich gleich nochmal, aber als allererstes mal das ist der Karton. Und ihr kennt das ja, ich muss euch nicht zeigen, wie man sowas Ganze auspackt. Ich habe das schon ausgepackt. So also packen wir das da rechts rüber. Was ist natürlich im Lieferumfang enthalten? Da ist natürlich eine Bedienungsanleitung bei. Ja, gleiches Problem. Sie ist recht klein. Ich bin wieder mit der Brille am Lesen und ich bin ein Mann. Ich probiere einfach mal aus. Also an der Stelle zeige ich euch auch mal so, was man so im Menü so alles ausprobieren kann und was da so alles möglich ist. Was ist noch im Lieferumfang dabei? Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Natürlich ist ganz klar der Monitor dabei. Diese Feedmonitore haben so die Angewohnheit, sie brauchen natürlich eine externe Stromversorgung und man könnte diesen Feedmonitor unten mit USB-C eben halt auch laden. Wenn man auch eine Kamera hat, die sogar eine Stromversorgung durchspeist, dann könnte man sagen, okay, ich nehme die Akkuleistung von der Kamera und speise es hier direkt auf USB-C. Dann gibt es hier noch einen 12-Volt-Anschluss für Netzkabel, das liegt nicht dabei. Was haben wir hier noch, wenn wir schon bei den Anschlüssen sind? Wir haben hier ein 3,5 Klinke. Kabel für den Kopfhörerausgang. Dann haben wir natürlich das Viertel Zoll Stativgewinde. Das gibt es übrigens dreimal. Das gibt es auch einmal an der Seite und einmal oben. Also je nachdem, wie ich den Monitor eben halt auch befestigen möchte. Dann haben wir hier den SD-Karten-Slot. Den brauche ich für zwei Funktionen. Einmal, wenn ich ein Firmware-Update auf diesen Monitor rausspielen möchte. Oder wenn ich sogenannte LATs eben halt hier rausspielen möchte. Ein paar sind vorinstalliert. Ich nutze keine LATs, aber ich wollte es wenigstens an der Stelle erwähnen. Und ich kann hier nochmal zusätzliche 25 Lat selber mit rausspielen. spielen. Ja, dann ganz wichtig natürlich auch, ähm, ich habe hier HDMI Ein- und Ausgang. Das heißt also, ich kann dieses Signal des Bildes, was hier reinkommt von meiner Sony zum Beispiel, auch weitergeben an einen größeren Monitor, wenn ich das möchte. Also, Monitor ist dabei. Macht ja sonst auch gar keinen Sinn. Dann ist etwas dabei, was ich ziemlich gut finde, und zwar ein sehr stabiler Aluminiumwinkel. Um natürlich das Ganze hier an der Seite ein bisschen reinzuschrauben. Und das fand ich im ersten Moment, habe ich gedacht, ach, du kannst ja einfach einen Blitzschuhadapter, diese normalen 1,25 Zoll Adapter draufnehmen. Ja, dann ist das relativ nah am Monitor dran, aber dann ist das natürlich nicht ganz so komfortabel zum Drehen. Und ich zeige euch das mal. Das Ganze ist hier recht gerade drauf. Und was mir auch aufgefallen ist, der Winkel ist auch extrem gerade und sauber verarbeitet. Und der Vorteil ist, ich habe hier an der Seite noch einen zusätzlichen Blitzschuh. Adapter, um vielleicht Licht ranzubringen oder wenn man natürlich das Ganze zum Videofilm nutzt, dass man vielleicht hier auch das, den Mikrofonempfänger ranbringt, ne, damit man eben halt, wenn man das hier auf dem Blitzschuh raufpackt, eben halt dann nutzen kann. Ich kann natürlich auch mit einem sogenannten Magic Arm am Stativ arbeiten, ne, das wäre auch möglich alles an der Stelle. Und der große Vorteil dabei ist natürlich, kann ich kann den Schrauben ein bisschen lösen. Ich kann das also tatsächlich in verschiedenen Winkeln der Kamera so einstellen, wie ich das für richtig halte. Also in der Regel habe ich es meistens so ein bisschen schräger, gerade wenn ich so ein bisschen bodennahe arbeite, um den Winkel mal so ein bisschen zu zeigen. Das geht natürlich noch eine Stufe weiter. Ja, kann ich also tatsächlich super gut machen. Also das fand ich eigentlich recht praktisch an der Stelle. Also von da, da gibt es für Möglichkeiten. Ja, dann kommen wir zu einer Sache. So ein Monitor hat seine Vor- und hat natürlich auch seine Nachteile. Nachteilig ist tatsächlich, was mir hier so ein bisschen aufgefallen ist. Er spiegelt so ein bisschen. Und ihr seht das natürlich, wenn ich das jetzt hier mache. Ich habe hier bewusst hier mal so ein weißes Blatt eingefragt. Ja, wieder spiegelt sich so ein bisschen. Das sieht man natürlich auch, wenn man das normale Bild sieht. Das irritiert ganz leicht. Mich irritiert das aber gar nicht so sehr. Ich wollte es aber wenigstens erwähnt haben an der Stelle. Das muss man selber für sich abwägen, ob man das gut findet oder nicht gut findet. Also mich hat es jetzt nicht besonders gestört an der Stelle. Also von daher. Die zweite Sache, die mir natürlich aufgefallen ist, kann ich leider jetzt im Moment nicht mehr so demonstrieren. Als ich es ausprobiert hatte, hatte ich leider keine Kamera dabei. Äh, gut aufgepasst, Thorsten, sage ich an der Stelle, nein, aber es ist natürlich Sonnenlicht. So, und äh, Sonnenlicht ist natürlich etwas, der Monitor selber hat nur 400 Nits. Ich weiß nicht, was Nits genau bedeutet. Wenn, muss, wenn, das, wenn Sie das interessiert, ich soll er mal googeln. Ich weiß so eben halt, damit wird die Kontrastheit und die Helligkeit des Monitors angegeben. Und umso höher die Zahl ist, umso besser kann man das Bild sehen. Eben halt auch bei sehr hohen nits zahlen spielt die Sonne dann keine großartige Rolle. Ich muss aber sagen, das Sonnenlicht hat mich gar nicht so irritiert, weil nur nämlich hier zusätzlich so einen kleinen Rahmen reingepackt hat. Jetzt sagt ihr, was soll dieser kleine Rahmen? Ja, dieser kleine Rahmen hat den Vorteil, den kann ich hier raufklipsen. Das fand ich sehr gut, dass man das nämlich frei entscheiden kann. Der hat so den ersten kleinen Vorteil durch diesen etwas schmaleren Rand ist das Spiegeln nicht ganz so heftig. Also es ist ein bisschen wie eine Gegenlichtblende tatsächlich so ein bisschen zu sehen. Das Sonnenlicht wird hier an der Stelle auch schon ein bisschen minimiert und kann ein bisschen besser auf den Monitor gucken. Aber das geht natürlich noch besser. Newer hat natürlich noch eine Verlängerung dieses Ganzen dazu gepackt und den kann ich natürlich hier schön mit Klettverschluss mal eben schnell rumpacken. Und dann ist auch tatsächlich Sonnenlicht überhaupt kein Problem. Dann wird das Ganze groß. Aber wie gesagt, ich kann das auch relativ schnell wieder abklicken, wenn ich das Ganze verstauen möchte. Also von daher gar kein Problem. Also auch das ist mit dabei. Und wenn ich das nicht haben möchte, dann mache ich den Klettverschluss hier wieder ab und lege das Ganze wieder zusammen. Muss ich jetzt euch aber nicht zeigen. Ich glaube, ihr wisst, wie sowas funktioniert. Was natürlich auch ganz wichtig ist, na, da habe ich ja eben schon gesagt: externe Stromversorgung. Wenn ich natürlich nicht die Möglichkeit der externen Stromversorgung habe, dann hat Nur hier auch einen Akku beigepackt. Also den sogenannten äh, Brille wieder, NPF 550, das ist dieser standard -Zubehör akku der auch in Lampen drin ist, in anderen Aufnahmegeräten. Das ist so dieser Akku für alle Lebenslagen, äh, für alles, was in der Kameratechnik der ist schon seit Ewigkeiten bewertet gibt, es von Zubehörstellern, sonst irgendwas. Wie gesagt, einen hat NUR dazu gepackt. Und das Ganze, was ich besonders toll finde, jetzt muss ich gucken, ah, Hinten. Ich hatte ihn nämlich vorher noch aufgeladen. Die haben auch das passende Ladegerät dazu gepackt und schön klein, handlich und das Ganze per USB-Anschluss. Leider an der Stelle kein USB-C, sondern ein Mini-USB. Aber auch das Kabel liegt dabei und dann kann man das Ganze eben halt auch aufladen. Finde ich sehr praktisch, wenn man unterwegs ist im Auto. So ein Ladegerät hat mir tatsächlich schon gefehlt und alleine so ein Akku mit Ladegerät sind ja schon mal 30, 40 Euro, die man eigentlich dafür ausgeben will. Also von da, das fand ich dann richtig praktisch, weil brauche ich häufiger. Was noch dazu kommt, es waren diverse Kabel dabei. Ist klar, man braucht ja HDMI-Kabel, HDMI auf Mini-HDMI und Micro-HDMI und normales HDMI und davon sind drei verschiedene bei. Und was ich besonders toll fand, das sind nicht so ganz kurze, sondern, ich mache das mal, das sind extrem lange Kabel. Im ersten Moment habe ich gedacht, pff, der Monitor sitzt ja direkt oben auf der Kamera drauf. Was soll ich mit so einem langen Kabel? Ja, wenn man so Magic Arm hat am Stativ hat und die Kamera tiefer hat und dann kann man den Monitor nochmal wieder hochnehmen, dann macht dieses lange Kabel Sinn und wenn man es natürlich nicht braucht, wickelt es mal ein bisschen zusammen. Gut, ich würde sagen, Spiralkabel wäre auch nicht schlecht gewesen an der Stelle. Ne? Das hätte man auch nutzen können. Aber eigentlich fand ich das eine gute Geschichte. Und wenn ich jetzt überlege, drei Kabel dabei, äh, Akku dabei, Ladegerät, Sonnenblende und natürlich den Monitor. Und das Ganze für 249 Euro? Kracher. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, den Link natürlich zu diesem netten Produkt äh, auf der neuen seite packe ich euch da noch zu. Und auch den normalen Amazon-Link. Ihr wisst ja, ich glaube, das Video kommt jetzt zur Black-Friday-Zeit raus. Ich will da keine Tipps geben. Aber guckt einfach mal, ob ihr nicht den einen oder anderen Rabatt mitnehmen kann. Ich habe auf der Newo-Seite schon gesehen, da sind häufiger mal ein paar Rabatte dabei. Äh, auch interessanter als bei Amazon. Guckt einfach mal bei. Soviel erstmal dazu. Ja, warum braucht man den Monitor noch? Das ist ja nicht nur dieser Bildwinkel, den man da hat, sondern ich sage mal so, manuelles Fokussieren. Gerade wenn ich den Boden fotografieren möchte, möchte ich manuell fokussieren und dann möchte ich das besser beurteilen. Kann ich an diesen kleinen Monitoren nicht ganz so gut. Ich schraube das Ganze einfach mal hier rauf, damit es ein bisschen schicker aussieht. Aber das seht ihr jetzt natürlich nicht. So, dann habe ich das Ganze natürlich hier drauf und wenn ich das natürlich jetzt hier mit dem Kleinmonitor immer gucke, im Vergleich, ich sollte vielleicht auch den Akku innen reinpacken, dass man noch ein bisschen Vergleich hat. Und natürlich auch ein Kabel anschließen. Auch das ist relativ schnell gemacht. Gut vorbereitet wieder. Ne? Aber das kennt ihr ja schon von mir. Ich bin da ja dann tatsächlich beim Review. Ne? Gleich mal eben ausprobieren, ob das wieder alles so funktioniert. Habe ich ja vorhin schon alles angeschlossen gehabt. So, dann können wir eine kleine Durchsicht machen hier. Müssen wir noch einmal anmachen. Vielleicht schneide ich doch mal an der Stelle. So, das Bild ist da und dann könnt ihr es mal einmal so ein bisschen vergleichen. Ne? Also von daher kleiner Monitor zu großer Monitor. Ne? Also wir können mal in die Ecke. So ist natürlich so eine Ansicht viel, viel besser als so eine kleine Ansicht. Und gerade in der Beurteilung ne, von Schärfe oder sonst irgendetwas. Was man natürlich eben halt auch machen kann, und wenn ich diesen Monitor ein bisschen durchschalte, ne, ich mache das jetzt einfach mal für euch, also das Ganze ist Touch -Panel mäßig zu bedienen. Das heißt, wenn ich einmal kurz drauf drücke, dann geht auf der linken Seite ein Menü auf und dann habe ich oben in den punkt so volle Wellenform da drin und Oszilloskram, Vektorskop und Helligkeitshistogramm, Fokushöhepunkte, Soundbar kann ich ein- und ausschalten, Zebras kann ich ein- und ausschalten, das Ganze von den Farben verstellen. Ich kann auch im weiteren Menü, kann ich eben halt auch mir Gitter einmachen. Ich kann Sicherheitskennzeichen ein- und ausschalten. Das heißt also Schnittmarken eben halt machen. Ich kann eine Mittelmarkierung einschalten. Ich kann die Schnittpunkte einschalten. Markierungsfarben kann ich ändern. Von Rot auf Schwarz und so welche Geschichten. Also ich lasse das hier einfach mal an der Stelle durchlaufen. Das wird nicht ganz synchron sein, aber dass ihr einfach mal so eine Übersicht seht, was da alles möglich ist, während ich hier so ein bisschen noch durchs Menü tippe. Dann habe ich hier Scan-Modus, Aspektautos, Verformungsmodus, das sind alles Sachen, die habe ich gar nicht so großartig benutzt. Für mich war tatsächlich viel, viel mehr wichtiger, dass ich immer die Farbtemperatur des Monitors vernünftig einstellen kann, dass ich die Hintergrundbeleuchtung natürlich auch vernünftig einstellen kann, die Helligkeit für mich anpassen kann. Das war für mich wichtig an der Stelle. Dann habe ich natürlich auch das normale Einstellungsmenü und oben ist so ein Daumrad auf der rechten Seite des Monitors angebracht. Da kann ich entweder die Hintergrundbeleuchtung raufpacken oder ich kann das Volumen raufpacken. Für mich als Fotograf ist natürlich die Hintergrundbeleuchtung viel, viel wichtiger. Sprachen, gibt es diverse Sprachen dabei. Also von daher, Menü ist relativ leicht zu erreichen. Touchempfindlichkeit, ja. Und der Menüpunkt springt für mich, für meinen Geschmack, ein bisschen zu schnell zurück. Aber das kann man natürlich auch je nach Gusto einstellen. Aber wenn es dann wieder zu lange ist, ist es dann natürlich auch nervig. Ich kann das Volumen einschalten und natürlich noch eine Sache, die ich jetzt an der Stelle für euch auch nochmal zeigen möchte. Ich habe so eine Art Schnellmenü dabei. Ich habe nicht nur das große Menü auf der linken Seite dabei, sondern wenn ich von unten nach oben einmal streiche, habe ich so ein Schnellmenü, wo ich eben halt Fokus, Höhepunkte, äh, -Punkte schnell einstellen kann. Ähm, Helligkeitsinformationen. Ich kann die Soundbar schnell ein- und ausstellen. Ich kann das Vektorskop zuschalten, das Oszilloskran zupacken. Und auch eben eine volle Wellenform. Je nachdem, wie ich das gerade haben möchte. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ähm, wie gesagt, aber das muss jeder auch selber wissen. Ich habe nicht jede Funktion für mich ausprobiert. Für mich war wirklich tatsächlich mehr das Ganze wichtig an der Stelle. Wie gut ist das Bild von dem, was ich sehe? Und das war für mich eben halt entscheidend wichtig. Und ich sag mal, wie viel Leute Störe mich gar nicht. Der Betrachtungswinkel liegt bei 160 Grad und das muss ich sagen, ist schon ganz schön ordentlich an der Stelle. Und ich gucke nochmal so, ich habe mir so zwei, drei technische Sachen noch mit aufgeschrieben, die ich sagen wollte. Also Auflösung 1920 zu 100, äh, 1080 Auflösung. Das Display 5,5 Zoll, Ultraweitwinkel mit 160 Grad. Also, die 400 Nits Anzeigenverhältnis kann ich bis 16 zu 9 machen und natürlich auch kleiner machen, wenn ich 4 zu 3 haben möchte oder andere Formate. Ich kann mir das komplett in den Monitor einstellen. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1000 zu 1. Das ist entscheidend wichtig, eben halt. Die Lots habe ich schon erwähnt und das Ganze ist natürlich eben halt auch von den Farbwiedergaben, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Also, ich kann mir das natürlich so ein bisschen einstellen an der Kamera, aber ich sage mal so. Es ist eine kleine Farbabweichung zu dem, was ich mit dem Auge sehe oder was ich mit der Kamera sehe, ist aber so minimal, dass mich das gar nicht stört. Ne? Also ich erzähle nochmal, was wirklich alles da drin ist, damit ich jetzt auch wirklich nicht einen Punkt vergesse für die Leute, die auch filmen, weil Film ist natürlich etwas, was ich nicht ganz so häufig mache. Also wir haben eine vollständige Wellenform drin, wir haben das Oszilloskram drin, wir haben Vektorskop da drin, Helligkeitshistogramm ist da drin, Fokusspitzen kann ich mir anzeigen lassen, die Soundbar habe ich schon erzählt. Zebra-Peking kann ich natürlich machen. Das Ganze kann ich einfarbig machen. Ich kann mit falschen Farben arbeiten. Gut, für mich selber tatsächlich relativ uninteressant. Ich kann das Ganze irgendwie einfarbig machen in Blau, Grün und sonst was. Dann habe ich Rechteckgitter da drin. Verformungsmodus kann ich da drin machen. Ich kann das Ganze vergrößern und auch wieder verkleinern. Ganz wichtig ist übrigens auch, dass ich automatisch spiegeln kann. Weil wenn ich den Monitor, was ich natürlich auch machen könnte, und ich drehe den natürlich und den habe ich jetzt so angeschossen. Dann muss der natürlich mich nachher nicht über Kopf anzeigen. Das tut er natürlich hier auch nicht. Also ich zeige euch das. Das macht er dann auch automatisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das heißt, wenn ich den jetzt zum Vloggen nutzen würde, so auf dem Monitor, dann könnte ich mich hier mal selber ansehen. Nachteilig bei der Geschichte natürlich, das ist aber egal welcher Monitor ist, man fängt automatisch an, sich selber zu, anzugucken, wie im Spiegel. Ähm, na, also das ins Objektiv gucken wird dann ein bisschen schwieriger, aber zur Bildkontrolle eine tolle Sache. Was ich mir natürlich auch überlegt habe, was ich natürlich ganz häufig auch habe, und dafür werde ich ihn sicherlich auch sehr, sehr häufig nutzen als Fotograf, ähm, ist, wenn ich unterwegs bin, wenn ich dann auf Veranstaltungen bin, wo ich ja fotografiere, ist ganz häufig, ah, kannst du mal nicht die letzten Bilder zeigen, was du gerade gemacht hast und sowas. Na, Schwiegermutter kommt vorbei, Oma kommt vorbei, möchte mal ganz kurz gucken. Alle immer auf diesem kleinen Display und jetzt kann ich natürlich sagen, pass auf, ich schließe euch den großen Monitor und scroll mal eben durch die Bilder und die können sich diese Bilder angucken. Also auch das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Also. Passt also auf jeden Fall immer mit in die Tasche. So eine Zentralmarkierung haben wir noch drin. Sicherheitskennzeichen, das heißt, dass ich also auch wirklich mir eine Markierung einpacken kann, dass ich wirklich den Ausschnitt, den ich nach einem Video habe, auch wirklich da drin habe und nicht außersehen Ränder, Abschneider kann ich machen, Schnitt machen, kann ich machen, horizontales Umdrehen und vertikales Umdrehen, das heißt, ne, von daher also, ist eine ganze Menge drin. Es sind 4K HDMI Ein- und Ausgänge, das ist auch ganz, ganz wichtig. Kopfhöreranschluss hatte ich erwähnt unterstützt, jetzt muss ich mal, das muss ich jetzt tatsächlich nachlesen. Äh, unterstützt wird hier 4K UHDM, 30, 29, 7, 25, 24, also bis 30 äh, Framerate und dann auch eben halt in den anderen Videoformen. Also bis 4K hoch ist das alles kein Problem. Ja, von daher. Das Ganze vom Gewicht her, falls das noch jemand interessiert, das sind 256 Gramm. Das ist eben halt ohne Akku, mit Akku ein bisschen mehr, aber auch das finde ich jetzt nicht so vom Handling so schwer, weil wie gesagt, wenn ich es in der Landschaftsfotografie einsetze, ist es kein Problem, dann bin ich sowieso auf dem Stativ unterwegs. Beim Videofilm würde ich wahrscheinlich, wäre es eine ganz andere Haltung, die ich mit der Kamera eben halt habe, wie gesagt, und sonst würde ich ihn wirklich auch nutzen als. Feed Monitor bzw. als Ansichtsmonitor auf Hochzeiten und Veranstaltungen, um mal so ein paar Bilder schon mal vorab zu zeigen. Ja, das war es jetzt von mir so zu diesem junior Und ich habe gedacht, ja, eigentlich kann man gar nicht so viel über so ein Monitor reden. Jetzt fällt mir gerade auf, ich gucke gerade schon wieder auf die Zeit, jetzt machen wir über knapp 20 Minuten. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel reden und muss sagen, doch, da geht eine ganze Menge. Und das ist ja nur der erste Eindruck. Ich habe den Monitor selber erst seit vier, fünf Wochen und ihr kennt das ja. Also beziehungsweise ist es ist ja so, wenn sowas zur Verfügung gestellt wird, und da möchte ich auch hier an dieser Stelle nochmal ganz transparent sein, dann muss man relativ rechtzeitig ein sogenanntes Review machen und sich einen Ersteindruck schildern. Und mein Ersteindruck ist wirklich gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich war nicht so hundertprozentig wirklich überzeugt, ob ich so einen Monitor brauche. Inzwischen, haben ist besser als brauchen. Also werde ich ihn auch nutzen. Und ich denke mal, ich werde in einem halben, dreiviertel Jahr, wenn ich den also wirklich massiv genutzt habe, nochmal einen kleinen Erfahrungsbericht dazu machen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz, ganz fair, wenn man ein Review macht. Das ist auch so eine gewisse Verantwortung als YouTuber, ne, wenn ich euch vielleicht eventuell animiere zu einem Kauf ähm, oder ihr auch länger darüber nachdenkt und dann sollte man auch ein paar Wochen später auch mal einen zu dazu machen. Und das werde ich an dieser Stelle auch mit allen anderen Produkten demnächst hier immer so tun. Das wird nicht nur ein Review nach vier Wochen sein, sondern wenn ich das Produkt länger habe als in vier Wochen, dann werde ich dieses Produkt auch nach einem halben, dreiviertel Jahr nochmal meinen Erfahrungswert dazu geben. Oder vielleicht auch mein Jahr, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Ja, sollte euch das Ganze gefallen haben oder ihr auch andere Einsatzzwecke haben oder wenn ihr sagt, Thorsten, wenn du den jetzt so besuchen, eine ganze Zeit noch testest und Teste doch mal das und das für mich. Dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Freue ich mich drüber. Ich nehme die eine oder andere Idee mit. Wird natürlich nicht in zwei, drei Wochen sich umsetzbar lassen. Aber sicherlich beim Erfahrungsbericht werde ich das mit einfließen lassen. Und ansonsten, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich über jedes Abo. Dann könnt ihr auch kein Abo, Ach, kein Abo verpassen. <laughs> dann könnt ihr auch kein Video verpassen, wenn ihr dazu noch die Abo-Glocke drückt. Und ansonsten freue ich mich natürlich über den Gefällt mir hoch. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, dürft ihr natürlich auch gerne einen Daumen runter machen. Jeder Punkt, den ihr hier macht an dem Video, hilft mir im Algorithmus und eben halt zu wachsen. Also von da sage ich an dieser Stelle an alle Leute, die bis hierhin geschaut haben, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, ich bin wieder raus und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ich bin jetzt wieder raus. Liebe Grüße, euer Thorsten.